Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Prison Architect. Mein Name ist Garderol und das hier ist mein fast total kaputtes Gefängnis. Das werden wir auf jeden Fall noch zu Ende spielen hier. Nachdem wir jetzt endlich mal hier behoben haben, dass die Pharmazie-Mitarbeiterinnen jetzt auch mal hier raus können, weil hier ein Stück Mauer in der Wand im Weg war. Unglaublich eigentlich, dass ich es übersehen habe. Naja. Ja, und vom Layout des Gefängnisses her würde ich sagen, wir machen das beim nächsten Mal vollends anders. Was ist denn hier schon wieder? Hier liegt schon wieder ein Verletzter rum. Hier ist die Einrichtung zerstört. Kann ich auch nicht reparieren, weil ich kein Geld dafür habe. Ja, also hier geht es richtig ab im Moment. Wir können auch bei Personal nicht weiter sparen, weil, aus Gründen, wir könnten höchstens eine Krankenschwester noch entlassen. No Route oder Block, da ist irgendwie Electric Cable, da kommen wir irgendwo nicht hin, da müssen wir mal gucken, wo die rumstehen, die Jungs. Hier geht es jedenfalls endlich mal ein bisschen weiter. Die tun wir mal raus. Wir brauchen auch nur eine Reinigungskraft. Weil wir müssen mal ein bisschen mehr an Geld rankommen. So, wo ist hier elektrisches Kabel zu verlegen, wo wir nicht hinkommen? Hier? Hm. Können wir auch einfach gucken, ne, wo die Leute rumstehen. Also die laufen hier rum. Der bringt Müll weg. Tja, keine Ahnung. Ich hoffe jetzt, dass ein Arzt reicht. Wir müssten dann höchstens nochmal neue Gefangene aufnehmen, damit wir da mal ein bisschen mehr Kohle vom Staat bekommen. Auch hier, die können jetzt nirgendwo mehr essen, weil wir kein Geld dafür haben, die Tische zu reparieren. Also ich würde sagen, wir sind gescheitert in unserem ersten Anlauf. Aber ich schäme mich ja dessen nicht. Denn ihr wisst ja, ich bin nicht so ein Typ, der meint, er müsste dann überall sofort perfekt sein und alles perfekt können. So wie diese Über-Roxor-LPR, die alles können. Und zwar schon von Geburt an. Nein. Ich kann mich auch gerne mal hier in so ein Spiel verhauen und ich hoffe, dass wir dann im nächsten Teil mal solche Sachen zum Beispiel überflüssig sind hier, ja, dass wir die einfach beim nächsten Mal dann besser hinbekommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dank eurer ganzen Tipps, und zum Beispiel der Tatsache, dass wir uns das Geld für dieses dämliche CCTV sparen können und sowas alles, ist jetzt wieder los hier. Ja, das sind alles so Vorteile, ne? Da haben wir jetzt gelernt, das wissen wir beim nächsten Mal. Und, so, jetzt hier die Polizisten, die werden jetzt endlich mal versorgt. Der müsste auch mal einen Arzt haben. Die Leiche ist jetzt mittlerweile weg. Da müssen wir gleich ganz sparsam mit dem Geld, was wir bekommen, umgehen. Hier könnte auch mal gereinigt werden, ehrlich gesagt. Und immer das Problem mit den Türen, ne? Dass da, also die, das diese Personaltüren, das ist auch nicht so optimal irgendwie. Das war früher noch anders, da war da irgendwie so ein Schloss davor, konnte man sehen und so. Naja. So, hier müssen auch, glaube ich, keine zwei Wachen rumwandeln. Ziehen wir mal eine ab. Und da gibt's wieder Schlägerei. Aber ich frage mich, die sind ja jetzt so serious complaints. Wollte ich gerade sagen, die sind noch nicht so unzufrieden, aber offenbar doch. Hygiene sieht gut aus. Na, da sieht man also, was, je nachdem, was gerade gemacht wird, gehen die auch runter. Aber wir haben nichts für Erholung, ne? Recreation haben wir zu wenig. Da müssen wir also dringend mal was bauen, wenn wir Geld hätten. Dringend mal was bauen, wo die sich ein bisschen mehr erholen können. Also mit Freetime und so ist nix. Und hier ist auch nichts für die Jungs zu machen. Es gibt aber auch nicht, die einzige Möglichkeit, die wir vielleicht haben, ist hier, Bücherregale. Bücherregale in die Zellen zu stellen. Hätten wir denn Geld, was wir nicht haben. Mit den Bücherregalen in den Zellen, soll angeblich die Rekreation steigen. Sieht man auch hier,
was vorgeschlagen wird, was fehlen könnte. Aber solange die Jungs hier schlafen, sind die ja zufrieden. Und wir müssen jetzt das Geld kassieren, damit wir mal... Ich teste das einfach mal. Also was passiert, wenn wir da jetzt Bücherregale reinbauen? Und dann gibt es, wie gesagt, die zur Erholung dienen sollen. Wir können auch mal so ein Pooltable dann irgendwann mal in den... Irgendwann in den Garten stellen. So, gleich gibt's Kohle. Gott sei Dank, weil Pleite und so, ne? Und, dann schauen wir mal. Da wird ein Verletzter gerade weggebracht. Also langsam scheint es sich wieder zu fangen. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten den Prisoner Intake, hätten wir nicht... Oh. Das war jetzt grandios. Workman, Guard, Administrator, Staff, Food. Federal Grant, Prisoner Grant. Hm. Das hat sich ja jetzt nicht so gelohnt. Also zum Thema Bücherregale vergessen wir das einfach mal wieder. Das sieht aber auch aus hier, ne? Weil die alle keinen Platz haben und keinen... Schauen wir mal, wo der hingebracht wird. Der wird wahrscheinlich jetzt hier zum Arzt gebracht. Von dem wir auch nur einen haben. Was macht der eigentlich, dieser Accountant? Schauen wir mal, was der macht. Der würde ich nämlich immer gerne entlassen. Mal Bürokratie. Unlocks the Doctor, das haben wir auch alles. Ja, Maintenance. Damit können wir reparieren. Tja. Riot Guards, wir haben ja kein Geld mehr dafür. Was wir uns jedenfalls, wie gesagt, beim nächsten Mal sparen, ist CCTV, ganz klar. So, warum hier zwei Guards rumpatrouillieren müssen, ist auch noch nicht ganz klar. Aber die machen das einfach. Hier ist nur eine. Hier sind drei. Ja, das Patrouillieren, das funktioniert wohl nur, wenn in dem jeweiligen Flur auch eine Patrouille ohnehin ist, dann kann da patrouilliert werden. Was macht die denn hier? Die hat Langeweile, ne? Dann machen wir doch einfach mal jetzt hier... Das ist Yard. Visitation. Common room, allow your prisoners some free time to relax. So, den können wir hier nicht bauen. Hier ist die Kantine. Und da wir kein Geld haben, gucken wir einfach mal, was wir da so reinbauen können. Von dem Geld, was wir nicht haben. Und das ist natürlich jetzt so ein Problem, ne? Also wir haben jetzt keine Möglichkeit, hier jetzt irgendwie noch an Geld ranzukommen. Außer wir nehmen neue Gefangene auf. Das könnten wir mal testweise nochmal machen. Wobei... Ja, hier ist alles belegt. Ja. Also ich möchte es eigentlich nicht riskieren. Und das ist das Problem jetzt. Ja gut, da kommen wir an der Stelle dann nicht weiter. Also was hätten wir denn hier? Wir gucken mal. Fangen wir hier unten an. Einen Poolbillardtisch. Fernseher. Was steht da? Ah ja.
Dann hier, eine Gewichtebank. Entschuldigung, ich musste mal ganz heftigst niesen. Und wenn man niest, dann spricht man besser nicht so und schrei ich euch so an, ne? Eine Gewichtebank. Keeps them happy. Naja. Das alles und viel mehr könnten wir machen, wenn wir Geld hätten. Aber, ihr seht ja, das ist nicht der Fall. Wir müssten auch hier noch ein paar Sachen ausbessern. Hier wird fleißig gekocht. Ja, die Kochzutaten, da könnten wir auch noch Geld sparen. Ich weiß nicht, wann kriegen wir denn den nächsten Intake? 3 Stunden. Ach komm, das riskieren wir einfach mal. 15 neue Gefangene. Aber das gibt auch nicht so viel mehr Geld, ne? Aber diese normalen, die scheinen dann noch eher besser bändigbar zu sein. Wie cool das erst wird, wenn wir hier das hinbekommen haben, dass die Leute alle... Wo stecken die denn hier? Elektrisches Kabel installieren. Keine Route. Ach, hier. Müssen wir hier durch die Wand gehen oder was? Mal schauen, ob das gehen würde. Also kommen die offenbar an Wände mit Dreiecksübergangsgerät nicht dran, hä? So, in 2 Stunden kommen neue Gefangene. Da wollen wir dann mal gucken. Ihr seht jetzt auch, jetzt ist an so einem Punkt, wo es nicht mehr ganz so spannend ist. Wir könnten jetzt halt ganz viele Sachen umstellen, umbauen, woanders hin machen. Aber, ja. Es ist jetzt halt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man sieht, das wird nichts mehr, ne? Und deswegen würde ich sagen, ich lasse, ja, wir machen diese Folge noch zu Ende und dann lasse ich einfach mal ein bisschen Zeit weiterlaufen, dass wir mal sehen, wenn jetzt mehr Geld reingekommen ist, die Leute wieder halbwegs gesund sind und so, ob wir dann auch vielleicht weiterspielen können. Wenn das nicht hinhaut, dann ist das schon mal euer letzter Blick auf unser erstes Gefängnis hier. Ohne Recreation Room. Und dann werden wir mit einem neuen Gefängnis starten und versuchen, da die Fehler, die wir hier zu Beginn gemacht haben, nicht mehr zu machen. Ja, also, bleibt spannend sozusagen. Und lohnt sich auf jeden Fall, mir ein Abo dazulassen und ein paar Bewertungen. Warum laufen jetzt hier so viele Wachen rum? Manchmal bin ich echt verwirrt hier, was die machen, die Jungs. Wie fand ich so viel? So, da kommen gleich die nächsten. Aber hier wird erstmal geduscht. Da haben wir auch demnächst nicht mehr genug Duschen. Und genau dann, wenn die hier unter die Dusche gehen, dann fangen die an, sauer zu werden. So nach dem Motto, gerade wenn sie wach sind. Ja, und es ist eigentlich genug Platz da. Hat die hier oben, die scheinen halbwegs friedlich zu sein, die anderen da unten nicht, ich weiß es nicht. Sehr, sehr merkwürdig. Jedes Mal Schlägerei, ja. Also. Und da kommen ja gleich noch neue Gefangene. Also ich würde sagen, wir fassen das einfach mal mehr oder weniger als gescheitert auf. Ich werde jetzt mal ein bisschen das weiterlaufen lassen. Gucken, dass wenn jetzt noch neue Gefangene kommen, ein bisschen Geld reinkommt. Und schauen, ob ich dann ein kleines Extra-Video noch hier hinten dran schneide, sozusagen, wie es denn ausgegangen ist, ob es weitergeht. Wenn es schief geht und es geht quasi nicht weiter, dann hänge ich das noch dran. Ansonsten geht es halt mit der nächsten Folge weiter. Wann und wie und wo, das seht ihr im Sendeplan. Wahrscheinlich wird man dann ein neues Gefängnis anfangen. Ich sehe da schon kommen. Also bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tja, liebe Leute, so sieht es aus, wenn es dann zu Ende geht mit der ganzen Geschichte. Es gab einen Gefängnisaufstand. Ich konnte mir nicht mehr die Riot Police leisten. Hier wird randaliert. Hier werden Leute getötet. 10 Gefangene sind dabei, hier alles kurz und klein zu schlagen. Das war's mit der ersten Staffel von Prison Architect, aber ich werde mich jetzt sofort ransetzen und mit euch gemeinsam ein schönes neues Gefängnis planen.
Diesmal mit ohne den Fehlern, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Und vielen euren Tipps, die ich berücksichtigen werde. Hier kommen wir nicht mehr weit, das war's. Und ja, ich hoffe, ihr schaut dann beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Prison Architect hier in unserem Kanal mit der Alpha 11. Und ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut, wenn ihr auch diese Videos weiterempfehlt. Das ist immer noch ein bisschen so ein Geheimtipp. Also, ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Daumen und eure Kommentare, euer Feedback. Bis dann. Tschüss.